das gelohnt hat oder nicht. Hallo Freunde, heute wollen wir uns mal um die Standheizung kümmern, auch wenn das Wetter genau das Gegenteil sagt, kümmern wir uns trotzdem mal drum, weil das Rohr soll natürlich nicht die ganze Zeit da unterm Bett verweilen, das nimmt ja auch Stauraum weg und das Ganze kommt jetzt in den Schrank, so wie ich es euch gefragt habe und die viele haben ja auch gesagt, mach es und deswegen werde ich jetzt auch machen, ich habe mal einen kleinen Test gestartet auch und das funktioniert ganz gut auf der Höhe, auch wenn das natürlich ein bisschen höher liegt. Dafür muss natürlich der ganze Shit hier unten mal erstmal raus. Das Küche raus, Regal raus, so dass wir das schön verbauen können. Und das zeige ich euch auch mal, wie das Ganze funktioniert, damit ihr mal seht, wie das so aussieht, wenn ich das Ganze rausnehme. Jetzt bereiten wir als allererstes den Schrank vor. Dafür müssen wir ein paar Löcher bohren, damit der Schlauch auch da durchpasst. Und hier oben muss ja irgendwo der Ausströmer dann rauskommen. So, also vielleicht optisch nicht so der Highlight, auch wegen dem Tape. Da war das Rohr nicht lang genug, da musste ich das etwas verlängern. Aber an sich so platzmäßig sieht es jetzt auch ja, voluminös aus, aber es ist vielleicht eine Zewa-Rolle, die da noch hinpassen würde. Ich finde, das kann ich verkraften und finde das so eigentlich ziemlich optimal. Also, das gefällt mir richtig gut. Ihr könnt mir ja eure Meinung mal in die Kommentare schreiben dazu. So, Schrank ist wieder bombenfest. Wunderbar. So, ich habe die Standheizung jetzt mal angeschmissen, bei dem wäre da natürlich nicht ganz so passend, aber was soll's, so als Test. Vielleicht könnt ihr sogar was hören. Also, es läuft super. Das gefällt mir richtig gut hier an der Stelle. Vielleicht könnt ihr auch sehen, wie der Vorhang flackert. Also der hat richtig Druck. Wenn unten zu ist, was ja auch ist, wenn das Bett aufgebaut ist, funktioniert das also wunderbar. Kommt schön warme Luft raus. Bei dem Wetter natürlich nicht ganz so passend, aber für den nächsten Winter bin ich auf jeden Fall gerüstet und da freue ich mich drauf. Aber wie ihr wisst, ist das ganze Schmuckstück hier noch nicht so ganz so schick. Deswegen, da wollen wir uns jetzt auch noch drum kümmern. Das soll natürlich in der Farbe lackiert werden, wie die ganzen anderen Möbelteile. Und das machen wir jetzt mal. Und fix die Küche wieder rein. Ja, Freunde, damit sind wir jetzt durch. Jetzt ist zwischendurch ein Paket gekommen. Ich denke einfach, das machen wir jetzt mal auf, weil ich glaube, das ist ganz interessant. Ich hoffe, das ist das, was es ist. Also sein soll. Also es könnte ganz hilfreich sein für den nächsten Urlaub. Guck mal. Ja, genau. Und zwar habe ich mir so eine kleine Hängematte bestellt. Das ist aus so einem Fallschirmstoff irgendwie. Soll angeblich bis 200 Kilo halten, also ich bin ja auch ein bisschen schwerer, so um das mal so auszudrücken. Und ja, die ist halt in so einem ganz kleinen Format, weil das halt so ein Fallschirmstoff ist. Mal gucken, also das werde ich mal schauen. Die kann ich euch auch mal unten verlinken, die kostet irgendwie 18 Euro oder so. Jetzt keine Werbung oder so, keine Sorge. Aber wer Bock drauf hat, kam gerade so reingeflattert und deswegen dachte ich, ich nehme das einfach mal direkt mit ins Video rein. Der nächste Urlaub wird zeigen, ob sich das gelohnt hat oder nicht. Ja, so sieht das Ganze jetzt fertig aus. Ich werde wahrscheinlich nochmal die Schrauben übermalen. Aber ansonsten finde ich es echt ganz gut. Der eine oder andere hat vielleicht gemerkt, dass ich diesen Graniteffekt nicht benutzt habe aus der Spraydose. Das Problem ist nämlich, dass ich den nicht mehr habe und eine Dose kostet mal eben 20 Euro. Und ich finde, für dieses kleine Teil hätte sich das einfach wirklich nicht gelohnt. Da kann ich die 20 Euro in irgendwas anderes investieren. Und wenn ich sie mal über habe, dann mache ich das auf jeden Fall noch. Aber ansonsten sieht es so schon mal ganz schick aus. Natürlich viel sauberer als links und rechts jetzt, weil hier ist man schon mal gerne mit den Schuhen gegengekommen, hier rechts oder links und so, aber das wird sich, glaube ich, mit der Zeit auch noch geben. So, Freunde, jetzt ist das Thema Standheizung
quasi abgehakt. Also ein, zwei Kleinigkeiten möchte ich natürlich noch machen mit der Standheizung, aber das werdet ihr auf jeden Fall noch mitkriegen dann, wenn es soweit ist. Aber das sind einfach nur technische Dinge, die ich mir verwirklichen möchte und deswegen ist das jetzt eigentlich abgehakt. Jetzt ist es wirklich so, dass ich sagen kann, die Standheizung ist jetzt fertig hier drin. Jetzt passt die Jahreszeit natürlich auch nicht mehr ganz so dazu zu dem Thema, aber trotzdem gefällt mir das sehr gut, wie es jetzt aussieht. Nimmt weniger Platz weg, als ich dachte, hier im Schrank. Und dann muss es jetzt natürlich nur noch so wirken, wie ich es erhoffe. Und das kann ich natürlich erst testen, wenn es wirklich wieder kalt ist. Vielleicht wird es nochmal kalt, dann werde ich das natürlich nochmal machen. Aber ansonsten warten wir einfach auf den Wind und schauen dann, was es eben bringt und ob das alles so funktioniert, wie ich mir das erhoffe. Wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen dafür nach oben und schreibt gerne in die Kommentare, falls ihr noch irgendwas wissen wollt oder so. Und ansonsten würde ich eigentlich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Also haut rein!